Es war einmal im schönen bayerischen Wald, in einem idyllischen Dorf. Da sollte sich entscheiden, ob die Annie den Jack oder die Sarah den Patrick bekommt. Und die Eltern, die checken gar nichts. Hier gibt es wirklich verrückte Typen. Schräge Künstler, Männer, die mit Enten reden, Frauen, die mit Blumen sprechen und andere, die sollten einfach den Mund halten. Doch in der Liebe gibt es Konkurrenz. Das wissen Katzen auf Schultern und ungeöffnete Briefe. In einem Film, wo Treppen zu Herausforderungen werden, wo Handwerker Grenzen überschreiten und noch andere skurrile Dinge passieren. Und ob magische Blumen Glück bringen oder Liebe erfüllt wird oder nicht, das erfahren Sie in Verschicktes Glück. Eine Komödie nicht aus Hollywood, sondern aus der Oberpfalz.